Hallo zusammen, einen schönen Tag noch. Hier kommt der Hauptinhalt, der auf meinem Kanal ausgestrahlt wird. Helene Fischer, aus und vorbei nur 2 Monate nach der Entbindung. Helene Fischer liebt ihre neue Mutterrolle. Doch ihre Fans vermissen sie sehnsüchtig auf der Bühne. Trotzdem denkt die Sängerin gar nicht daran, sich nach der Geburt wieder in die Arbeit zu stürzen. Seit ihr kleiner Sonnenschein Nala wenige Tage vor Weihnachten das Licht der Welt erblickt hat, dürfte das Leben von Schlagerstar Helene Fischer, 37, ordentlich Kopf stehen. Gute Nachtgesänge statt Show-Einlagen vor Publikum, Windeln wechseln statt Tanzproben, schlaflose Nächte statt Aftershow-Partys, puh, das kann ganz schön atemlos machen. Doch es scheint, als sei es genau das, was die Sängerin gerade so glücklich macht. Helene hat nun andere Prioritäten. Dass die Neumama möglicherweise für ihre kleine Familie nun auf die große Karriere verzichten will, munkelten treue Wegbegleiter schon länger. Das deutet jetzt auch Maria Voskania, 34, Helenes ehemalige Backgroundsängerin und gute Freundin, im Interview mit Freizeitwoche an. Ich denke, wir haben jetzt beide andere wichtige Themen, so die Ex-Deutschland sucht den Superstar-Kandidatin. Die Schlagerkönigin werde sich nicht wieder Hals über Kopf in Arbeit stürzen. Gemeinsame Projekte der Sängerinnen, Zukunftsmusik, sie ist noch voll in ihrer Mutterzeit. Da ist nichts geplant, erzählt Maria. Auch sie ist gerade mir ihrer ersten Tochter hochschwanger. Im Gegensatz zu ihrer Freundin will sie aber bald zurück auf die Bühne. Ich will nach der Geburt so schnell wie möglich weitermachen. Ich liebe die Musik, es gibt nichts, das mich mehr erfüllt. Vielleicht sieht sie das aber anders, wenn sie ihre Tochter zum ersten Mal in den Armen hält. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonnieren und folgen Sie, um die neuesten Informationen zu erhalten.